Hallo, ich bin der Thomas Ordner von tor.de und in meinem dritten Screencast zu Drupal 7 möchte ich heute mal kurz aufzeigen, wie man denn eigentlich einen Inhalt erstellt. Drupal ist ja eigentlich nichts anderes als ein Content-Management-System und wenn man das übersetzt, heißt das eigentlich nichts anderes als ein Inhalte-Verwalten-System. Hier habe ich eine ganz neue Drupal 7-Installation. Und hier steht auch schon der Hinweis, es wurden noch keine Inhalte für die Startseite erstellt. Das heißt, wir sollten einen Inhalt erstellen und klicken einfach auf den Link, der hier praktischerweise steht. Und hier kriegen wir dann gleich mal eine Meldung, dass wir noch gar keinen Inhaltstypen haben und den erst erstellen müssen. Ein Inhaltstyp bei Drupal ist eigentlich nichts anderes als eine Art Schablone. Und für dieses Beispiel erstelle ich jetzt einfach mal einen Inhaltstypen, den ich Artikel nenne und es soll sozusagen dienen, um fortlaufend Informationen zu veröffentlichen. Das kann zum Beispiel ein Blogbeitrag sein oder eben auch ein Tutorial wie das hier. Ich nenne das einfach mal Artikel. Ja, vertippt. Eine Beschreibung. Das ist ein Artikel. Da kann man natürlich reinschreiben, was man möchte. Dann kann man noch bestimmte Einstellungen tätigen. Die Beschriftung des Titelfeldes soll natürlich nicht Title heißen, sondern Titel. Eine Vorschau ist in meinem Fall nicht nötig. Ich deaktiviere die einfach mal. Man kann sie aktivieren, man kann sie sogar erforderlich machen. Bei den Veröffentlichkeitseinstellungen möchte ich dass nach dem Speichern der Artikel veröffentlicht ist und dass er auf der Startseite angezeigt wird. Mehrsprachigkeit benötige ich nicht, lasse es deaktiviert. Und bei den Anzeigeeinstellungen möchte ich, dass bei den einzelnen Artikeln aufgezeigt wird, wer es geschrieben hat und wann es geschrieben wurde. Deshalb lasse ich die Checkbox bei Autor- und Datumsinformationen anzeigen aktiviert. Klicke ich auf Inhaltstyp speichern. Und damit habe ich einen ersten Inhaltstypen namens Artikel. Wenn ich jetzt auf Inhalt hinzufügen klicke, dann kann ich den ersten Artikel erstellen. Als Titel schreibe ich einfach mal mein erster Artikel. Gebe einen Textkörper ein. Hier habe ich mir schon mal einen Blindtext vorbereitet, damit ich nicht alles tippen muss. Ich gehe einfach auf Speichern. Und schon ist mein allererster Artikel veröffentlicht. Das ist diese Veröffentlichkeitseinstellung, die ich vorhin gezeigt habe. Veröffentlicht von Tor. Das bin jetzt in dem Fall ich, weil ich ja der Autor des Ganzen bin. Am Donnerstag, dem 30.12.2010 um 14.12 Uhr. Und wenn ich auf die Startseite klicke, dann ist er hier auch schon aufgeführt. Und man kann hier auch sehen, dass nur ein Teaser angezeigt wird. Wenn ich auf den Read More Link klicke, komme ich zum eigentlichen Artikel. Spitze, unser erster Artikel. Dann schreibe ich gleich noch einen zweiten. Mein zweiter Artikel. Ein Blindtext hinein. Einstellung verändere ich überhaupt nichts, gehe einfach auf Speichern. Und wenn ich jetzt auf die Startseite gehe, dann sind hier schon zwei Artikel. So einfach lassen sich jetzt mit diesem neuen Inhaltstypen Artikel im Internet auf unserer Drupal-Seite oder eben jetzt auch lokal auf der eigenen Platte veröffentlichen. Ich hoffe, der kleine Screencast hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder vorbeiseht. Ciao!